21 Jahre lang war er Äthiopiens Regierungschef. Jetzt ist Meles Zenawi im Alter von 57 Jahren an einer Infektion gestorben. Vermutlich in Brüssel, wo sein Leichnam aus einem Krankenhaus geholt und zu einem Flugzeug gebracht wurde. 10 Wochen war er im Ausland behandelt worden, wo genau ist unklar. Die EU kondolierte zum Tod ihres Verbündeten. Der Kommissionssprecher sagte, wir haben ein Beileidsschreiben von Kommissionspräsident Barroso an den Präsidenten und das Volk von Äthiopien geschickt, anlässlich des Todes von Ministerpräsident Zenawi, der vergangene Nacht in Brüssel gestorben ist. Schon lange soll Meles krank gewesen sein, auch von Krebs war die Rede. Als Politiker war er eine der schillerndsten und zwiespältigsten Figuren zugleich. Dem Westen galt er als Verbündeter im Kampf gegen islamistische Extremisten. Gegner werfen ihm unter anderem vor, die Meinungsfreiheit eingeschränkt und die politische Opposition unterdrückt zu haben. 2-mal schickte Meles seine Armee gegen islamistische Rebellen ins benachbarte Somalia und auch gegen Eritrea führte er Krieg. Wie es nun weitergeht, erklärte der Informationsminister des Landes auf einer Pressekonferenz. Gemäß der äthiopischen Verfassung wird nun der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Hailemariam Desalegn vor dem Parlament vereidigt. Die Regierung wird das Parlament nun so schnell wie möglich einberufen. Meles war es gelungen, viele reiche Investoren ins Land zu locken. In Addis Abeba, der Hauptstadt, gab es einen regelrechten Bauboom. Laut der Afrikanischen Union machte Meles das Land mit seiner offensiven Wirtschaftspolitik zu einem Top-Performer in Afrika.